Passen Sie auf. Eine Umarmung von 20 Sekunden schüttet Glückshormone für den ganzen Tag aus. Das stimmt jetzt. Also, ich hätte Zeit. Ja. 19, 20. Ein mutiger, vielen herzlichen Dank. Ja. Aber für die, die sich das jetzt noch nicht getraut haben, ihr könnt es auch mit Lachen probieren. Ja. Weil eine Minute Lachen verlängert euer Leben um eine Stunde. Jetzt stellt euch vor, wenn wir hier herinnen 2, 3 Minuten heute lachen, dann habt ihr doch die 2, 3 Stunden, die wir da herinnen sind, am Ende eures Lebens wieder drin. Und dann Spaß macht's auch. Das ist Win-Win. So, wer Freundin von mir, die immer wenn ich die treffe, sage ich, ah, wir müssen uns unbedingt wieder mal treffen, jetzt haben wir ein Macchiato trinken oder einen Aperol Spritz oder was, aber ich habe gezeigt, ich bin so gestresst, ich habe keine Zeit und immer rennt sie irgendwie an mir vorbei und sagt, ich habe keine Zeit, ist so gestresst, dann habe ich sie mir mal geschnappt, habe ich gesagt, Politiker machen das wegen dem Geld, Kabarettisten nicht, wir machen es wegen des Geldes. Hauptsache die Kohle stimmt. Na, aber im Ernst, wenn ich das Wort Diätenerhöhung höre, denke ich immer noch ans Abnehmen. Hm? Aber ich möchte trotzdem gerne mit euch über meine Gage reden, die horrende ist schon recht, gell? Da ist es so offen. Außerdem, hier werden eh nur Märchen erzählt. Märchen und alternative Fakten. Damit können wir doch leben. Schau schon neckisch aus, gell, was ist das hier? Wenn die Zulagen stattfinden. Mit der Gage, das ist so. Habe ich was vorbereitet? Ich habe schon was mitgebracht. Das schaut dann so aus. Meine Gage? Also schon viele. Viele. Und jetzt möchte ich damit ein Spiel machen. Darf ich das mit Ihnen machen? Aber gerne. Ja, super. Wie heißen Sie? Irmtraut. Die Irmtraut. Ja. Ich bin die Barbara. Passen Sie, Sie passen ja. Auf erst. Ja? Mhm. Irmtraut. Die Irmtraut. Stellen wir uns vor, Sie haben heute Abend mit diesen 50 Euro hier eine Karte gekauft. Stellen wir uns vor jetzt erst. Ja? Dieser 50er, gell? Den kennen Sie ja noch. Ja? Ja, ja. Hat sie die Irmtraut? Da steht ja Ihr Name. Hat sie schon unterschrieben, genau, weislich. Habe ich gesagt, soll es alle unterschreiben auf eurem 50-Euro-Schein. Manche haben nur so welche in rosa gekriegt, andere haben die gekriegt. Sie haben diese 50 Euro, sind jetzt in der Kasse, sind Sie eigentlich erstmal raus aus dem Spiel, haben ja Ihr Wechselgeld, sitzen da, 50er ist weg. Der 50er ist jetzt da in der Kasse. Kasse gibt ihn sofort heute Abend noch mir mit. Ich nehme ihn sofort mit nach München, fahre dann nach München und bringe ihn morgen sofort zu meiner Bank, zur Stadtsparkasse. Sagen wir, zahle ich am Montag ein, ne, bei meinem Bankomat. Diese 50 Euro sind sie weg, sind wir alle eigentlich schon wieder raus aus dem Spiel. Ja? Trotzdem weiter aufpassen. Und dann kommt jemand am Montag in der Früh, holt sich die 50 Euro aus meinem Bankomat. Was kauft man sich? Schönes am Montag in der Früh für 50 Euro. Schuhe. Wir kaufen uns Schuhe. Mit diesen 50 Euro, irgendjemand kommt, kauft sich 50, mit den 50 Euro Schuhe. Der 50er ist im Schuhgeschäft. Das Schuhgeschäft bringt ihn am Abend sofort natürlich zu seiner Bank, zur Commerzbank. Da kommt auch schon eine junge Französin daher, die sagt, ah, ich brauche ein bisschen Bargeld für meinen Reis nach durch Europa. Und ich mir 50 Euro bei die Commerzbank. Cashgruppe macht es möglich. Fährt erst auf die skandinavische Autobahn, holt sich gleich ein Smörrebröt mit Lachs und Meritisch, zahlt mit 50 Euro und weiter geht der Wildfahrt von der Französin und die 50 Euro. Von Finnland geht's hinunter nach Portugal. Hier hat der Schein die Qual der Wahl. Gehe ich nach Spanien oder lieber à la France zum Schneckenschlemmen in die Provence? In Luxemburg kurz mal Halt gemacht, über ein Schwarzgeldkonto nachgedacht. Griechenland lockt mit tollen Zinsen, da kann unser Schein nur hämisch grinsen. Rast hinüber in die schöne Slowakei, fault Slowenien ganz fies dabei.
Die Niederlande wollen den Schein behalten. Ein Typ aus dem Königshaus will ihn verwalten. Er möchte mit dem Geld gerne Urlaub machen, mit Fressen und Saufen und verbotenen Sachen. In Lettland ist ihm fremd und irgendwie zu kalt. Ah, drum zieht er sich zurück ins schöne Malta. Malta gibt ihn ab an Italia. Da steht im Waschsalon und die schöne Dahlia. Die sagte, Unterwäsche, Vorwäsche, Hauptwäsche, Geldwäsche, alles muss waschen, Mama Mia. Unterwäsche, Vorwäsche, Hauptwäsche, Geldwäsche, alles muss waschen, Mama Mia. Er rettet sich nach Kitzbühel zum Après-Ski. Da fährt der Beckenbauer Franz im Winter gern hier. Der sieht den Schein im Schnee drin liegen und sagt, ja, ist denn heute schon Weihnachten? Und schiebt ihn in sein Taschen, das nur so rattert, bevor er das Geld der FIFA hinblattert. Da, nehmt's mein Geld, kann er gerade noch lallen, um gleich in den Schlaf des Vergessens zu fallen. In der Schweiz hat unser Schein überhaupt kein Glück. Man schickt ihn in die Eurozone zurück. Weil wer da vor einem Schweizer Nummernkonto steht und denkt, oh, wie schön ist Panama. Da tritt ihm auch schon der Schweizer Franken das Viagra unter den europäischen Währungen entgegen und sagt, seit der Ethikkommission nehmen wir aber keine Wirtschaftsflüchtlinge. Wo kommen wir denn dahin? Aber nimm's nicht Draghi, geh heim zur Mutti, die schafft das. Und dieser unser Schein kommt nach einer geraumen Zeit, sagen wir nach 1,5 Jahren, wieder zurück nach Deutschland, ganz traurig, nass vom vielen Waschen, voll Öl vom vielen Schmieren. Kommt er zurück nach, wo wohnen Sie? Nach Bietigheim. In die, bei welcher Bank waren Sie nochmal? Sparkasse. Sie hätten auch was Falsches sagen können wegen Datenschutz. Sonst muss ich Ihnen den ja auch noch vorlesen. Das sind wir morgen nicht da. Das sind wir morgen nicht draußen. Sparkasse. Bietigheim Sparkasse. Da geht, kommt dieser Schein, nach 1,5 Jahren, kommt dieser Schein, zwar ein bisschen trauriger und so, in die Sparkasse nach Bietigheim auf das Konto von der Irmtraut. Stellen wir uns vor, es sind 1,5 Jahre vergangen und ich habe beschlossen mit dem Herrn Dings, ich komme wieder her. Ich komme wieder hier hin, wieder mit einem neuen Märchenprogramm. Und dann sagen sie, ach, das war eigentlich ganz lustig bei der, da kann man immer was mitmachen, muss aber nichts tun, möchte ich wieder hin. Gehen zu ihrer Stadtsparkasse, zu ihrer Sparkasse in Bietigheim und holen sich Geld, weil sie möchten ja hier ein Ticket kaufen. Und holen sich diese 50 Euro wieder. Und schauen Sie, jetzt wird es unangenehm. Nämlich für mich. Weil warum soll ich für die gleichen 50 Euro zweimal auftreten? Und so habe ich mir den Namen auch gemerkt. Vom SUV. Und ich habe ja dann gegoogelt, gell, die Wikipedia, was das heißt. Das heißt Sport Utility Vehicle. Nur ein Auto, das nur für sportliche Zwecke verwendet wird. Wahrscheinlich Einparkübungen oder so. Wahnsinn. Aber diese Frau parkt vor einem Bioladen und kauft sich dann ein Öko-Waschmittel, um die Umwelt nicht zu belasten. Freilich, und das Erdöl für der Benzinschleuder, das wächst ja auf heimischen Bäumen, oder? Klein neben der Flugmango, aber im Bio für 8,99. Und hier, ich kriege, wenn bei dieser ganzen Verlogenheit, Leute, da kriege ich so einen Hals. Das kann ich nicht leiden, gell? Und schaut's, jetzt kommt meine Therapeutin ins Spiel. Weil meine Therapeutin sagt, die Tatsache, dass ich mit der Verlogenheit da draußen nicht so zurechtkomme, heißt doch nur, dass ich meine eigene Verlogenheit noch nicht so richtig bei mir integriert habe. Ich kaufe mir einen SUV, einen richtig geilen Schlitten. Dann mache ich mir die Nase neu, den Hintern und die Titten. Ein schickes Teil vom BMW, vom Porsche oder Audi. Das Portemonnaie ist prall gefüllt, hab Schotter wie in Saudi. Die Brillengläser von Ray-Ban, da gibt's kein Aber und kein Wenn. Der Schlüpfer ist von Hugo Boss, die Socke von Lacoste. Der Auspuff nur aus purem Gold, auf das er nicht verroste. Ich kauf mir einen SUV, einen richtig geilen Schlitten. Wenn einer etwas von mir will, ich lass mich gerne bitten. Ich kaufe mir ein Büro in den Emiraten. Wenn einer etwas von mir braucht, ich lasse ihn gerne warten. Eine Woche oder zwei oder auch mal 30.
Ob das korrekt ist, Leute, echt, auf diese Frage scheiße ich. Ich kaufe mir einen SUV, eine richtig heiße Mühle. Von meiner Gage kaufe ich mir erstmal Küchenstühle. Die Stühle sind aus Edelstahl, aus teurem Samt, die Kissen. Mein Leben ist mal schwer okay, ein anderes Mal beschissen. Ich träume von einem SUV, doch schaut euch diesen Mist an, was da vor meiner Türe steht, ein Kleinwagen von Nissan. Baujahr 78, Farbe kackebraun, irgendwas verschiebt sich in meinem Traum. Ich träume von einem SUV, ein richtig heißes Ding, yo! Ich komme gerade aus der Apotheke. Ich habe mir Ginkgo besorgt. Gegen Erinnerung. Aber an was? Egal. Und der junge Apotheker, ein leckeres Bürschchen, so wie Sie, der hat gesagt, die junge Frau, vielleicht eine Apothekenumschau mit einem interessanten Artikel über präsenile Bettflucht. Der junge Mann wollte mir schmeicheln. Bei mir ist nichts mehr prä. Bei mir ist alles Post. Die Post weg, der Zug abgefahren. Aber diese jungen Männer, ihr habt doch keine Ahnung. Ihr glaubt doch nicht, dass ich diesen Geriatrie-Porno lese. Treppenlift-Sex, Stützstrumpf-Erotik, die Bravo für die Frau ab 80, hat sie meine Freundin, die Agathe, Gott hab sie selig, immer genannt. Ich beginne in Deutsch und der Herr Nihau Walter wird bestimmen, wann es ins Chinesische geht. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Fachtagung Besondere Krankheiten. Heute, die Mogelegeles-Neurose hat nichts zu tun mit der normalen akuten Brikle-Britis. Deshalb, meine Damen und Herren, möchte ich Sie bitten, sich schon in frühen Jahren darum zu kümmern, sich gegen die multiple akute Brikle-Britis impfen zu lassen, damit es nicht passiert, dass Sie schon im Kindesalter ein kleines Leiden an der gewissen Stelle, wo Sie nicht denken, dass Sie sie haben könnten, bekommen. Und 14. kann die Brikle-Britis mit der Neurose auch schon in Kindestagen in die Geschlechtsteile wandern und sie wissen nicht, was sie damit machen sollen mit ihrem kleinen Kind, wenn es plötzlich aufwacht und sagt, Brikle-Britis, Computer nicht mehr schließen lässt. Ja, ist ja klar, da ist doch das Ding da drin. Ei. Fahren Sie ihn herunter. Ja, aber der hat doch überhaupt keine Räder. Kein Gaspedal, keine Bremse, kein Lenkrad. Ah! Jetzt ist er doch abgestürzt. Ach, da kommt ja mein Sohn. Du Hans, guck mal. Guck mal, Hans, ich glaube, ich habe meinen Computer krank gemacht. Kannst du mal gucken? Jo. Jo, Leute, jo, jo. Meine Mutter. Oh, mit Mitte 50 stirbt. Da sagt doch jeder, mein Gott, die war doch noch so jung. Wenn es aber nur lebt. Dann wird sie unsichtbar. Ja, das hat meine Mutter schon gewusst. Wenn ich nach Hause gekommen bin, früher so von draußen, so mit den schönen langen Haaren und mit dem kurzen Rock, habe ich gesagt, ah, Mama, es ist so anstrengend draußen, die Männer sind alle hinter mir her. Wenn die da so, die wollen alle meine Telefonnummer, die wollen mich alle treffen, es ist so anstrengend, ich möchte doch nur für mich so hübsch sein. Und dann hat meine Mutter gesagt,
Denkst du nichts, wartest ein paar Jahre, wächst dir eine Tarnkappe. Silikon, Botox, Indianerin, so. Womit kann ich Sie glücklich machen? Da wollte ich erst sagen, vielleicht mit einem anderen Dialekt. Hab's natürlich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich interessiere mich für Ihre Anti-Aging-Schnupperbehandlung. Und da hat sie gesagt, Anti-Aging, nur, da hätten Sie aber früher kommen müssen. Dann habe ich gesagt, ach so, ja, klar, wir sind schon nach 18 Uhr, gell, kommen wir morgen wieder. Und dann hat sie gesagt, nein, das mit dem Frühjahr hat sie anders gemeint. Und dann habe ich gesagt, aber wie mache ich es denn? Was mache ich jetzt mit meinem angebrochenen Leben? Und dann hat sie gesagt, sie würde mir Happy Aging empfehlen. Habe ich gesagt, Happy Aging klingt gut, wie geht es? Und dann hat sie gesagt, Wandern mit Senioren im Schwarzwald, da fühlen sich automatisch wieder jung. Das habe ich alles machen lassen. Bingo Wings. Das sind die Flügel, die der Dame wachsen, obwohl sie sie nicht braucht. Seitbubs, das ist der seitliche Brustansatz, weil die in Amerika sagen, was nützt das schönste Holz vor der Hütte, wenn die Scheite bei der Seite herausfallen. Honolulu finde ich gut. Also ich erzähle euch jetzt, wie ich heute Morgen aus Honolulu hierher gefahren bin. Und es ist folgendermaßen, ich bin eben in der Früh aufgewacht, ganz normal. Der Wecker hat geläutet und habe ich gesagt, oh, jetzt muss ich aber aufstehen, da in meinem kleinen Bettchen in Honolulu, weil ich muss ja heute nach Walheim fahren. Und ihr könnt dann langsam, also wie, da geht es auch so, dass ich, dass ihr mir nicht zu lange Zeit lasst, aber auch nicht zu kurz. Und dass ihr laut und deutlich die Worte ruft, unzensiert, im Wechsel. Und nicht wartet, ob das jetzt passt oder gerade spannend ist, weil sonst erzähle ich morgen noch. Das muss zacki gehen hier. Ich bin die 4 Minuten. Aber da machen wir nicht 4 Minuten, da schauen wir halt ein bisschen. Ne? Ja, also da bin ich eben aus meinem Bett sofort herausgesprungen und bin unter meine Dusche gegangen. Dann habe ich gesagt, jetzt ist eigentlich schon Halbzeit, ich alte Spinatwachtel, die hätten mir ja gestern schon duschen können.